Ja, Mädel, Freunde der leichten Erotik, ich bin wieder da, ich habe euch versprochen, ich werde das Ding weiter beackern. Ja, auch wenn wir alle wissen, dass das zusammengesponnene Scheiße ist, aber es ist reiner und ich habe angefangen, also mache ich es auch fertig, wie versprochen. Ich habe gerade gut gegessen, es gab ein kleines Stückchen Fleisch, was ich mir ab und zu dann mal gönne, vom veganen Jahrmetzger natürlich. Dazu gab es schön Rosenkohl und ein paar Kartoffel. Ja, wie nennt man das? Wedges. Wedges, glaube ich, würde man Kartoffel spalten im Deutschen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker, sehr, sehr schmackhaft. Und da ich ja weiß, was wir hier vorhaben, war ich natürlich auch noch bei meinem Bäcker des Vertrauens und habe dann heute mal die großen Geschütze aufgefahren. weil das ist, das hält ja sonst kein Mensch aus hier. In diesem Sinne, Prost und wir machen einfach da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir heute kommen. In diesem Sinne, Abfahrt. Ich kenne ja den Blog. Den habe ich geschrieben, richtig. Aber bitte achte darauf, dass es auch wirklich der echte ist, weil es gibt momentan wieder Fakes. Ja? Und darum geht es gerade eben, weil die Leute wieder mal Pädophilie mir vorwerfen, was nicht stimmt. Und in dem Blog wird das auf viele Punkte angesprochen. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal erwähnt, dieser Blog ist auch ab 18. Also der ist ab 18 freigeschalten. Das heißt, wenn ihr auf den Blog drauf geht, wird auch immer eine Meldung kommen, nur für Erwachsene. Darf man... Völliger Mumpitz. Völliger Mumpitz. Ich zeige es euch nicht, aber ich überprüfe es mal eben ganz kurz. Klick. So. Wir bekommen von Blogger. Blogspot.com. Warnung zu sensiblen Inhalten. Dieser Blog hat möglicherweise sensible Inhalte. Im Allgemeinen überprüft Google weder Bloginhalte noch sprechen wir uns für oder gegen die Inhalte dieses oder anderer Blogs aus. Weitere Informationen zu Inhaltsrichtlinien findest du in den Community-Richtlinien von Blogger. Und darunter sind zwei Buttons. Ich verstehe und möchte fortfahren. Oder ich möchte nicht fortfahren. Wenn wir den Button Ich möchte fortfahren anklicken, zack, sind wir auf der Seite. Da ist keinerlei Altersüberprüfung, Freischaltung, Sperre in irgendeiner Form. Völliger Mumpitz. Dann auch als nicht diverser Mann beitreten. Lies den Blog. Steht im Blog drin. Ich habe Fragen beantwortet. Beantworte doch einfach, wenn du diesen Satz jetzt raushauen konntest, hättest du einfach die Frage beantworten können. So, da komme ich auch gleich noch dazu. So, also passt auf. So, ich möchte hier erstmal ein paar Dinge. So, Fakt ist, Kinder müssen natürlich nicht nackt sein. Fakt ist, wie ich das gefressen habe einfach von ihm. Fakt ist. Schrecklich. Aber da bin ich ja schon mal halb froh, dass sie das nicht müssen. Das ist schon mal das Erste. Das ist schon mal der Erste. Der erste Beitrag, nachdem ich gesagt habe, dass ich Angst vor dem Thema habe, steht drin, Fakt. Bist du sicher, dass es ein Beitrag und kein Post oder eine Seite ist? Ist, Kinder müssen nicht nackt sein. Wenn sie das nicht wollen, zum einen können Kinder ja nichts dafür, wenn sie in so einer Kommune leben, da das ja letzten Endes die Entscheidung der Eltern oder Erziehungsberechtigten ist. Das steht mehr oder weniger Wort für Wort so drin. So, daher ist es, ist das klar, die Entscheidung der Kinder selbst. Also da können sie dann selber entscheiden, aber ansonsten können sie ja gar nichts entscheiden, weil sie ja Kinder sind. Grenzwertig. Das heißt, damit ist das die ganze Thematik wäre damit eigentlich schon mal abgeschlossen, weil es ja nur um den Bereich FKK geht. So. Nee. Da haben Kinder einfach nichts verloren, Punkt. Und nur die Fragen, die mir da gestellt wurden teilweise. Zudem gilt, ich wiederhole es immer wieder, wer da in Bezug auf Kinder Scheiße baut, wird klar hart bestraft. Und hier steht nämlich noch ein Satz drin, den sollte sich jeder auf der Zunge zergehen lassen, der immer sagt, dass ich was mit Kindern anfange. Der erste Satz, der da nämlich danach drin steht, ist, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich da meine Faust zurückhalten könnte. Das bedeutet, wenn ich jemanden dabei erwische, der da auch nur ansatzweise so eine Scheiße verzapft, der kriegt von mir gleich an aufs Maul. Jetzt mal abgesehen davon, dass du gar nicht in der Lage dazu wärst. Also, das ist,
deine komischen Machtfantasien, der immer bei dir einen Tritt auf die Kniescheibe, du sackst zusammen wie ein Eimer Scheiße. zumal du mit deinen Patschehändchen gar nicht in der Lage bist. Aber es ist vollkommen egal. Ja, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist wieder. Wahrscheinlich leuchtet er auch golden dabei. Ihr wisst es. Und dann rufe ich die Polizei. In der Reihen. Ja. Oh ja, gut. Folge. Deswegen sage ich, das wird auch angesprochen. So. Der erste Abschnitt ist erst einmal nur Aussagen, die ich treffe, bevor ich mich informiert habe. Das steht auch so dabei. Der zweite Abschnitt. Das ist aber schon mal der komplett falsche Ansatz. Vielleicht wäre es sinnvoll, sich erst zu informieren und sich dann nähere Gedanken dazu zu machen. Das ist dann etwas, wo ich mich dann erstmal online etwas recherchierend unterwegs begeben habe. Wir wissen alle, dass aus diesem Bums hier nichts wird. Ne? Ist uns hoffentlich allen bewusst, dennoch. Recherche begeben habe und informiert habe. So, und dann steht hier unter anderem was drinnen. So, und da habe ich auch ein paar Verlinkungen gemacht zu verschiedenen Seiten, wo auch zum Beispiel Kinder in Sauna, was ja dann meistens auch nackt ist und so weiter, was da so dazu steht. Da könnt ihr euch dann auf anderen parallelen Webseiten, die nichts mit meiner Seite zu tun haben, belesen. Vielleicht solltest du dich mal belesen. Es ist mir auch vollkommen egal, was andere Leute zu dem Thema irgendwo... Es geht hier erstmal um dich und um deine komischen Pläne. So. So, dann so. Im nächsten Abschnitt, und das ist das, wo ich noch eine Revision einschreiben muss, da muss ich noch was machen. Das habe ich nämlich nicht gewusst. Mit Revision kennst du dich aus, ne? Gut. Jetzt passt nämlich auf, es geht nämlich um das hier. Ich bin ganz Ohr. Gut, also ich habe jetzt bei meiner Recherche, die nochmal eine Stunde gedauert hat, also ich habe da mehrere Stunden recherchiert an dem Tag, eine Seite gefunden, die sich im Allgemeinen mit FKK-Camping beschäftigt. Die hat also mit Kindern erstmal soweit nichts zu tun. Aber auch hier, weil die Menschheit einfach so abartig ist, haben sie sich auch mit ein paar Abschnitten über dieses Thema unterhalten. FKK und freie Liebe in einem Zusammenhang mit Kindern geht halt nicht. Richtig. Es gibt weder den Zusammenhang mit Kindern, noch ist freie Liebe da ein großes Thema. Ich dachte, freie Liebe wäre ein Kerninhalt dieser Kommune. Das steht bei dir in den, wie hast du es genannt, in den Tags. Und es soll ja generationenübergreifend sein. Du widersprichst dir in jedem Satz. Das ist unfassbar. Wir hatten das gerade schon, das, was ich hier mache, das ist ja eine Reflexion. Dreck. Eine Selbstreflexion. Nee. Weil ich jetzt nachschauen wollte, wie viel habe ich in dem ganzen Blog überhaupt thematisiert, was das angeht. Das ist die Reflexion daran. Weil ich jetzt selbst. Renner, du hast gar keine Ahnung, was eine Selbstreflexion ist, oder? So gar nicht. Nachschaue und selbst wissen wollte, was habe ich eigentlich da reingeschrieben und in wie vielen Beiträgen habe ich das Thema Sex überhaupt erwähnt? Das hatten wir im letzten Teil. Oft genug, dafür, dass es angeblich gar kein Thema ist, erwähnst du es viel zu häufig. Beziehungsweise das Thema FKK. Das ist nämlich in vielen Punkten gar nicht der Fall. In vielen Punkten wird gar nicht über das Thema gesprochen. Ich dachte, Freikörperkultur wäre eine der Hauptsäulen, auf dem die ganze Kommune fußt. Aber das ist jetzt gar nicht der Fall, oder? Du weißt doch selber nicht mehr, was du da faselst. FKK ist eine der Grundsäulen der Kommune. Aha, das gleiche gilt für die Spiritualität und für die Selbstversorgung. Sex gehört nicht zu den grundlegenden Dingen. Aber du hattest gesagt, monogam lebende Menschen haben da nichts verloren und es wird freie Liebe praktiziert. Das hat etwas damit zu tun. Also gehört es schon im Alltag so für die Menschen, aber es gehört nicht in die Grundpfeiler der Kommune. So. Du kannst an diesem Kerl zerschellen. Das ist nur eine Randsituation. Mit dem Ost. Das ist keine Randsituation und es ist auch keine Randerscheinung. Freie Liebe, war ein Tag von dir. Hä? Keine Randerscheinung. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem
Thema hier. Ich habe da eine Webseite gefunden, die sich mit dem Thema FKK-Camping beschäftigt. Auf die Seite könnt ihr gehen, die ist verlinkt. Und ich bin dann auf dieser Seite auf den Begriff BNJ gestoßen. Ich habe da mich nur am Rande mal mit befasst. Das Ganze nennt sich Bund junger Naturisten. Und das Oh Gott. scheint wohl ein ziemlicher Griff ins Klo gewesen zu sein im Nachhinein. Das habe ich nämlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Ich bin über diese. Stundenlang hat er recherchiert. Stunden um Stunden hat er Recherche betrieben. Ja, da brauchst du wirklich, musst du einmal noch googeln. Meine Herren. Seite, wie ich die gegoogelt habe, auch tausend verschiedene andere Seiten gelandet und irgendwie habe ich da nicht richtig durchgeblickt. Das steht aber auch hier drinnen. Ehrlich gesagt bin ich etwas verwirrt, weil ich jetzt auf 100 verschiedene Seiten gelandet bin. So, das habe ich nicht durchgeblickt in dem Moment, als ich gegoogelt habe. Ja gut, dass dich das natürlich als jahrelanger Medienprofi und internetaffiner Mensch komplett überfordert hat, das mal kurz zu googeln, das klar, das leuchtet ein, ne? Ich würde euch hier einfach mal den Beitrag über die FKK-Kommune verlinken und ihr könnt selbst mal durchlesen. Also da habe ich im Prinzip die Seite verlinkt, was ich da gefunden habe. Das war aber anscheinend ein ziemlicher Griff ins Klo, weil da war wohl auch irgendwas schiefgelaufen. Ach, irgendwas schief gelaufen. Ja, das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen. Vorwürfe des Kindermissbrauchs, da ist was schief gelaufen. Ist ein Euphemismus, Rainer. Das ist, also gut, du weißt nicht, was ein Euphemismus ist. Was ziemlich scheiße war. Und deswegen werde ich dazu nochmal einen Post machen, in dem ich mich nochmal entschuldige, wo ich das Thema nochmal anspreche und wo ich mich dann nochmal deutlich dafür entschuldige, was ich da verzapft habe. Das war nämlich echt scheiße. Und das habe ich aber in dem Moment auch nicht gewusst gehabt. Nicht gewusst gehabt. Ja, hättest du halt mal erst gelesen und dann den fiesen Hals aufgemacht. Ja, aber man sagt ja immer, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. So ist es. So, dann hier nochmal kurz zu meiner Meinung, Kinder noch nicht komplett eine Thema sind. So. Also. Kinder noch nicht komplett eine Thema sind. Was möchte uns der Künstler damit sagen? Hier nochmal kurz zu meiner Meinung für Kinder in der Kommune. Da Kinder noch. Da Kinder noch ein komplett eigenes Thema sind, möchte ich hier zusätzlich meine Meinung Thema FKK geben. Möchte ich hier meine Meinung Thema FKK geben? Ich kann gut Sprache. Ich habe es oben bereits angemerkt. Ich sehe das recht einfach. Was? Ich sehe es Was? recht einfach. Ey, wenn man schon die Scheiße, die man selber geschrieben hat, schon nicht mal lesen kann. Ey, das ist. Aber ich habe sehr viele Texte von dir gelesen, Rüdiger. Kein Wunder, dass man das nicht lesen kann. Das ist. Viele fragen mich auch immer, Treu, wie machst du das? Wie kannst du das so stoisch vorlesen? Und genau das ist es. Stoisch. Kopf aus und einfach nur fließen lassen. Anders geht das gar nicht. Erwachsene können damit umgehen, wie sie wollen. Kinder, die noch recht klein sind und es nicht anders kennen, machen sich darüber keine Gedanken. Im Allgemeinen denke ich, dass es kein Problem geben sollte, da es ja schon seit fast 100 Jahren FKK gibt. Ja, genau. FKK, also das Nacktsein, wurde vor 100 Jahren erfunden. Ich weiß schon, was er meint. Ich weiß schon, was er meint. Ja, psst, psst. Alles gut. Ja, kann schon sein. Es gibt ja auch FKK-Communities und es gibt natürlich auch Kinder. Die haben aber. Das hat aber alles nichts mit freier Liebe zu tun. Und Polygamie. Das ist der Punkt, Mr. Wingel Wongel Bob. Wurde vor, ich weiß nicht, wann es in Deutschland manifestiert wurde, irgendwann in den Manifestiert wurde. 40er, 50er Jahren. Oh, der hat doch wieder irgend so ein Fachwortkalender umgeblättert heute. Es ist unglaublich. Oh, Entschuldigung, musste mich gerade mal. Oh. Also, es sind nicht ganz so lange, es sind noch so 30 Jahre hin, aber
Dennoch gilt, Kinder dürfen selbst darüber entscheiden und sollten sie in einer unangemessenen Situation geraten, was immer vermieden werden soll, wird sofort hart durchgegriffen. Also hier steht es auch nochmal drinnen, wer Scheiße baut und was Scheiße passiert, das wird versucht zu vermeiden, natürlich immer. Klar, ist immer der Fall bei sowas. Was heißt hier vermeiden? Kinder einfach raushalten. Einfach heraus. Wirklich. Mein FKK ist das eine. Alles cool. Freie Liebe und Rumgeknatter, während irgendwie Kinder in der Nähe sind, ist halt nicht cool. So. Aber wenn da wirklich Scheiße passiert, da wird halt durchgegriffen. Und wie gesagt, meine Faust hat schon so den einen oder anderen umgehauen, der nicht Dein damit gerechnet hat. Patschehändchen, ja, hat niemanden umgehauen. Männer, das wissen wir alle. Und das weißt du auch. Du hast gar nichts. Du bist zu doof, einen Eimer Wasser umzutreten. Also, wie gesagt, Körperklaus. damit ist das Thema auch erledigt, in dem Abschnitt. So, und jetzt kommt aber dazu, der Abschnitt, dieses komplette FKK-Thema hat den Hauptüberschriftsteil. Also es Hat den Hauptoberüberschriftsteil. Hat eine Überschrift. es sind immer so Satzblöcke, es sind immer Abschnitte. Ach, das sind Abschnitte. Vielleicht Absätze. Sind das jetzt Blogs, Seiten oder Posts? Oder sind es Beiträge? Klär mich auf, oh großer Lindwurm. Und direkt nach der Überschrift kommen erstmal Da kommt drei ja. Abschnitte, dann kommt eine Überschrift, dann kommen eins, zwei, drei, vier, Willst du mir jetzt erklären, wie ein Block aufgebaut ist? Was soll denn die Scheiße hier? Wirklich. fünf Abschnitte. Die haben überhaupt nichts mit Kindern zu tun. Dann kommt das Thema Erwachsene, Boah. kommen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Abschnitte. Hat auch nichts mit Kindern zu tun, weil es eben um die Erwachsenen geht. Dann kommt das Thema Kinder in der Kommune mit FKK. Das sind eins, zwei, drei, sind es vier Abschnitte. Das ist doch fuck egal, wie viele Abschnitte das sind. Sag mir den Inhalt. Sind teilweise etwas größere Abschnitte, aber es sind vier Stück. Und dann kommt nochmal FKK und Naturverbundenheit. Und da kommt auch nochmal zwei große Abschnitte und die Endaussage. Na, mit kommentieren und so weiter. Was willst du uns hier erzählen? Ach so, das sind nur zwei Absätze und die sind nur so und so lang. Ja, dann ist egal, was da drin steht. Ja, das ist, ja, dann, ach so, ja, das sind keine vier Absätze. Weil vier Absätze wäre kritisch, Rainer. Vier Absätze wäre kritisch. Aber wenn es nur zwei Absätze sind, dann ist das gar kein Problem. Oder Abschnitte? Waren es jetzt Posts oder Beiträge oder Seiten? Das heißt, von diesen ganzen Beiträgen und von diesen ganzen Abschnitten geht es in gerade mal vier Abschnitten um das Thema und alles andere ist überhaupt nicht dabei. Das heißt, in der Selbstreflexion, wenn ich das so durchlese, sehe ich, die Person hat sich gedacht, selbst wenn es nicht um mich gehen würde, ja, ich habe ja auch andere Seiten gelesen, wo darüber geschrieben wurde, wo es auch nicht um Kinder speziell ging, sondern eben einfach um das Thema FKK allgemein. Und da sind so, so viele drüber gewesen und haben so, so viele drüber geschrieben. Und am Ende ist es dann aber so gewesen. Du hast jetzt selber während des Schwafels vergessen, was du sagen wolltest, ne? Das ist mir jetzt gerade, weil ich habe, während du geredet hast, habe ich vollkommen den Faden verloren und vergessen, worum es hier eigentlich nochmal geht. Wahnsinn, wie man so ins Schwafeln geraten kann, weil man sich lindwurmartig immer um die Thematik rumwinden muss. Dass hier und da immer was erwähnt wurde. Das heißt, wenn ich sowas lese, dann merke ich, die Person hat trotzdem auch darüber nachgedacht. Offensichtlich hast du nicht darüber nachgedacht, weil dann hättest du diese Scheiße nicht verfasst und wir müssten uns diesen Käse hier nicht antun. Es ist letzten Endes aber kein Thema darin, Letzten weil es Endes. nur eine Randerscheinung ist. Es ist kein. Macht mich fertig, der Penner. Es ist unglaublich. Es ist. Nein. Nein. Du kannst doch nicht sagen, naja, knattern in der Kommune, wo Kinder rumlaufen. Das ist halt eine Randerscheinung. Nein! Herr Himmelarsch und Zwirn. Es ist unglaublich. Das heißt im Klartext, das, was momentan wieder rumgeht, dieses, wir triggern den Drachenlord mit dem Thema, weil wir genau wissen, dass ihn das triggert. Und dabei ist es aber so, dass dieses Thema jeden triggert. Es geht nicht darum, dich oder irgendjemanden zu triggern. Im Wesentlichen, gut,
Lassen wir einfach mal außer Acht, dass er diese Scheiße eh nie umsetzen wird, weil er dazu auch gar nicht in der Lage ist. Granted. Ja? Aber gehen wir mal in der Theorie von seinen Plänen. Darum geht es ja erstmal hier. Da geht es grundsätzlich darum, Menschen und in diesem Fall Kinder zu schützen vor dir. Wenn irgendwas in Pädophilie ist, Schluss. Da kenne ich keinen Spaß. Da kenne ich auch keine Witzchen. Ja, Das finde ja. ich alles andere als komisch. Da kenne ich keine Witzchen. Es gibt nicht zu jung, es gibt nur zu eng. Kenne ich gar keine Witzchen. Und das hat hier in meiner Kommune gar nichts zu tun. Ich sag's nochmal: FKK, freie Liebe, generationenübergreifend. Nicht monogam. Aber hat da gar nichts, überhaupt So, nicht. das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wer jetzt meinen Blog liest, der sieht es. Weil in diesem Blog gibt es 1, 2, 3, 4, es gibt 5 Seiten. Und in einem einzigen Abschnitt wird überhaupt über Kinder geredet. Hat aber nichts mit irgendwelchen sexuellen Wir Handlungen zu drehen uns tun. hier im Kreis, oder? Im Gegenteil. So, und bei den Posts sieht es nicht anders aus. Da gibt es einen Beitrag, einen einzigen, in dem das erwähnt wird. Oder wo über das Thema FKK und Thema Kind gesprochen wird, aber ansonsten. Er könnte doch einfach machen. Ja, 50 Cent in die Pisspasskasse. Wo sind die eigentlich? Ah. Nur mal, Pisspasskasse ist immer noch da. Ne? Wer sich noch erinnert. Ich habe nur gerade, ja, Geldbeutel liegt natürlich im anderen Raum. Vertraut mir einfach. 50 Cent in die Pisspasskasse. In keinem. Im Thema Planung nicht, im Thema persönlicher Besitz nicht, ist ja logisch. Und auch im Thema Fragen bin ich mir gar nicht sicher, ob es überhaupt eine Frage gegeben hat, wo sowas in die Richtung erwähnt wurde. Das heißt, dieses ganze Thema ist in der Kommune gar nicht relevant. Und in dem ganzen Block nicht. Doch, Was es aber ist relevant. relevant, es ist absolut relevant, wenn du da Kinder rumspringen haben willst, weil es ja mehr Generationen, ne, Faden verloren, über mehrere Generationen laufen soll, du gleichzeitig aber FKK pflegen willst und freie Liebe praktizieren willst, dann hat es was damit zu tun. Wann es ist, die Krankheit dieser Menschen. Die Hater Vorsicht, Rainer, dünnes Eis. und die Kritiker, die machen diese Sache so abartig und die posten und posten und posten und posten. Aber über dieses Thema wird überhaupt nicht geredet. Das hier ist der einzige Beitrag, in dem ich so viel darüber gesprochen habe. Warum? Weil diese Leute so abartig sind. Nein, weil du es selbst dir in deinem Ogerstübchen klar ist, dass man da vielleicht nicht drüber reden sollte. Und du dich einfach mal wieder ertappt fühlst. Und deswegen jetzt versuchst, dich lindwurmartig aus der Misere zu schlängeln. Da kommt ein Post nach dem anderen, was die da raushauen. Aber man sieht in meinem Beitrag, in meinem Blog sieht man, dass das gar kein Thema ist. Weil in meinem Blog drinnen steht, was Sache ist, aber es wird gar nicht darauf eingegangen. Das wäre ja auch höchst stumpfsinnig, wenn man explizit sich dazu auch noch äußern würde. Nicht wahr? Wird hier und da mal erwähnt, in 2, 3 Posts, in 2, 3 Beiträgen. Es wird gar nicht darauf eingegangen. Es wird nur hier und da mal erwähnt. Aber es wird nicht thematisiert. Nur erwähnt. Hier und da. In zwei, drei. Aber eigentlich gar nicht. Also, Selbstreflexion. Ich sehe, was ich gemacht habe. Ich habe ein, zwei Beiträge geschrieben, in denen was erwähnt wurde, Bist was du aber sicher, dass es keine Seiten oder Posts waren? kein Beitrag war, wo nur über dieses Thema ging. Und wie viele Absätze hat es jetzt genau? Und hat es eine Überschrift? Das würde mich jetzt noch wirklich interessieren. Sondern es war nur eine Randerscheinung des Beitrags. Und dann kommen aber Beiträge über Beiträge, Seiten über Seiten, wo nichts davon auch nur erwähnt wird, weil es da gar keine Thematik hat. Ja. Das ist zum Beispiel mit Punkt Selbstversorgung, dass du da nicht drüber redest, wie du nackte Kinder begaffen willst. Das ist mir schon klar, dass es da nicht. Aber du hast es in anderen Beiträgen erwähnt. Es gibt's doch nicht. Wirklich, es ist. Fehlen mir die Worte. Im Klartext,
Man sieht, es ist wieder mal die pure Hetze und die pure Jagd nach dem Menschen, der Scheiße gebaut hat, der aber gar keine Scheiße gebaut hat. Es wird einfach mal wieder gelogen, gelogen, gelogen. Ja. Leute, ihr wisst es doch. Ich drehe mich hier auch langsam im Kreis. Na ne? Komm, hier mal hier weiter. Und da sieht man, wie diese Menschen sich verhalten. Da sieht man, was diese Menschen für eine Scheiße bauen. So, wer baut denn jetzt hier Scheiße? Ja, sitzt der liebe Onkel Troll, sitzt jetzt zu Hause und macht hier so einen Schundblock mit freier Liebe und so, oder bist du das? Ich kommentiere die Scheiße hier nur, die du verzapst. Und setze das in ein richtiges Licht. Oder versuche das. Insofern es mir möglich ist. Das ist alles. Das ist Scheiße bauen? Nee, ich glaube nicht. Die Leute haben gelogen Nein? mit der Sache in Chemnitz. Keine Ahnung, ich weiß nichts über Die Chemnitz. Leute lügen, wenn sie sagen, um was es in meiner Kommune gehen soll. Nein, du hast es selber. Schaut euch den ersten Teil an. Du hast selber gesagt, ein ganz großer Tag ist freie Liebe. Die Monogame sind nicht erwünscht. Und FKK ist einer der Hauptpfeiler. Und das Ganze soll generationenübergreifend sein, also auch Kinder beinhalten. Ja? Hast du selber gesagt? Und dann hast du noch kleinlich hier aufgelistet, in welchen Beiträgen du darüber gesprochen hast, aber dass du es ja gar nicht thematisiert hast. Und also erzähl doch nicht so einen Quatsch. Wie kann man das denn. Wie kann man das denn kleinlich auflisten und sagen, ich hab's da, darum geht's doch gar nicht. Also ist alles, was du bis jetzt hier 44 Minuten netto gesprochen hast, ist alles Quatsch, weil darum geht's nicht. Aber du hast es doch gerade kleinlichst aufgezählt. Ich weiß ich nicht. Komm ich da einfach nur nicht mehr mit, oder? Die haben wahrscheinlich zwei, drei Beiträge gelesen, aber nicht einmal das richtig. Und Es reicht ja auch schon, wenn in diesen zwei, drei Beiträgen das Thema thematisiert wird. Da muss ich gar nicht mehr weiterlesen, dann habe ich doch schon das Problem. Oder widersprichst du dir dann in den anderen Beiträgen und sagst, was sie soeben alles gelesen haben, ist alles nur gelogen. Ich hab's nicht. haben nur gesehen, was sie sehen wollten oder haben nur gemacht, was sie machen wollten, um zu triggern. Nein, ich habe oder wir haben gesehen, was du da verfasst hast. Und du hast es gerade selber nochmal aufgezählt. Das ist wirklich. Die Hater sind aufmerksamkeitsgeile kleine Schweine und die wollen einfach nur darauf aufmerksam machen, dass sie die Geilen sind. Nee. Ist, nee. Rainer, dafür müsste ich gar nichts machen. Also, ich kenne wirklich, also persönlich niemanden, den ich abstoßender finde als dich. Und, da muss keiner was tun, um sich besser. Ich verliere langsam auch die Fäden hier. Um sich besser darzustellen als du. D dazu braucht es nichts. So. Quatsch. Alles Quatsch. Das, was aber in meinem Blog überhaupt thematisiert wird, hat damit gar nichts zu tun. Es geht in meinem Blog gar nicht um die Themen, was Sie gesagt haben, von wegen Kinder und von wegen Doch. Sexkommune. Das ist gar Doch. keine Thematik in meinem Blog. Es gibt ein. Nein, es ist keiner der Hauptpfeiler. Und nein, du hast keinen Beitrag geschrieben, wo oben drauf steht Sexualität und Kinder. Ja, das ist richtig. Den Artikel hast du nicht verfasst. Aber die Inhalte deiner anderen Artikel, die zeichnen ein deutliches Bild. Und die sprechen eine ganz deutliche. Also, schwierig, das in deinem Fall zu sagen, aber so sprechen sie eine relativ deutliche Sprache. Und jetzt windest du dich nur wieder da raus, weil du dich wieder ertappt fühlst, was du wieder für einen Schmonz verfasst hast. Zwei Beiträge, die in der Kommune darüber gehen, weil es halt am Rande erwähnt werden muss. Aber es geht nicht um diese Themen. Kein Stück. Doch, du hast doch gerade Wenn ich gesagt. ein Buch lese und in einem Buch einen Abschnitt habe oder auch nur ein Kapitel, wenn das Buch 100 Kapitel hat und ich habe ein Kapitel, wo über eine bestimmte Thematik geht. Hast ihr das auch so, wenn ihr das Wort Kapitel sagt? Boah. Dann bleibt mir das vielleicht im Kopf. Aber es geht ja in dem Buch nicht um dieses Kapitel. Das Kapitel ist aber inhaltlich Teil des gesamten Buches. Und ich habe das gestern schon mal gesagt. Du kannst eine wunderbare Doktorarbeit schreiben. Wenn du da drin einmal den Gruß zwischen 39 und 45 verwendet hast, wirst du darauf reduziert werden, was du dir dabei gedacht hast.
Da ist der Rest der Doktorarbeit scheißegal. Verstehst du das? Also das ganze Buch baut sich auf das Kapitel auf und um das Kapitel rum. Wenn er jetzt noch einmal Kapitel sagt, ich spring hier gleich durch die Leitung, wirklich. Aber das ist ja in dem Fall nicht der, das ist ja in diesem Punkt nicht der Fall. Und das meine ich mit, es ist abartig. Es ist unfassbar abartig, wie diese Menschen sich verhalten. Und nee. So machen die das aber seit Jahren. Ja, weil der Vorteil der Hater ist die Masse. Nee, der Vorteil der Hater ist Intellekt, Kreativität, ein IQ über 80, ja, du hast, was hast du, 86, ne? Ja, über 90. Du bist ja gerade mal, glaube ich, 6 Punkte über einem Schäferhund. Möchte nicht, ich mag, liebe Hundis, ne? No offense, nichts gegen Schäferhundis. Aber das ist aber trotzdem allen in ein... Und ein klares Bild hier rücken. Nee, was ist unser Vorteil? Ja, dass wir eins und eins zusammenzählen können. Dass wir nicht glauben, dass das hier unser Lebensinhalt wäre. Dass wir kritikfähig sind. Gut, Schwarmintelligenz ist wahrscheinlich auch noch so ein Ding. Ja, du hast halt niemanden, ne? Aber das liegt wiederum auch an dir. Wir sind halt keine komplett zurückgebliebenen Arschlöcher, größtenteils. Natürlich, also in der Gesellschaft hast du immer komplett zurückgebliebene Arschlöcher. Man kann sie nicht alle retten, aber natürlich gibt es auch Hater, die komplett zurückgebliebene Arschlöcher sind, mit Sicherheit. Aber die meisten sind es halt nicht, gell? Und wir haben eine Menge Vorteile, aber es ist nicht die Masse. Und das betrifft übrigens alles in der Welt. Der Vorteil ist die Masse. Es geht nicht um die einzelnen Personen, denn die einzelnen Personen sind Kollektivschäden. Kollektivschäden? Die einzelnen Personen sind Kollektivschäden. Kannst du mir mal bitte erklären, was ein Kollektivschaden ist? Ich kenne Kollateralschäden. Ja. Aber warum sind einzelne Personen Kollateralschäden? Das ergibt alles wieder mal gar keinen Sinn. Oder Kollateralschäden, sagt man dazu, ja. Und das bin ich in dem Fall. Du bist kein Kollateralschaden. Kollateralschäden in deinem Fall wäre zum Beispiel als Schauerberg 8, dass die Anwohner quasi in Mitleidenschaft gezogen wurden, auch durch Besuche der Hater und empfindlich in ihre Ruhe gestört wurden. Das ist ein Kollateralschaden, weil im Prinzip war das ja nie auf diese Nachbarn gerichtet, sondern immer nur auf dich. Die waren halt dann teilweise Mitleidende und somit sind das Kollateralschäden, Rainer. Das ist übrigens auch ein, wie hast du es genannt? Nicht Nebeneffekt, aber so, das wäre auch ein Nebeneffekt, ja. Ein Kollateralschaden ist sowas wie ein, es geht nicht um die Nachbarn, es geht um dich, aber sie mussten ein Stück weit mit drunter leiden. Natürlich mal größtenteils unter dir, aber natürlich auch unter diversen Hatern, das ist vollkommen klar. Das ist ein Kollateralschaden, Rainer. Ich bin Kollateralschaden für die Hater. Nee. Warum? Nee, du bist das Problem. Warum? Weil diese Leute gar kein Interesse daran haben, irgendwas zu machen. Was? Diese Leute wollen mir einfach ans Bein pinkeln. Ja, sicher wollen wir dir ans Bein pinkeln, weil du ein unerträgliches Arschloch bist. Was ich hier auf eine... ja, ich bemühe nochmal diesen Vergleich, dich hier auf einen Marktplatz stellst und so eine Scheiße propagierst. Da wirst du mit Gemüse beworfen. Das liegt aber an dir. Und die Anonymität, die sie haben, kommt noch dazu. Ja, entschuldige bitte, das... ich hier nicht gesessen habe, traut euch, kommt zu mir. Mein Name ist Troll Winkelmann, Alt Schauerberg 8, 9148 Nemskirchen. Ich kann übrigens deine alte Adresse, da könntest du mich nachts um 3 wecken, ne? Die kriege ich schneller rausgeschissen als meine. Das ist Wahnsinn. Ja. Ne? Da geht's doch schon wieder los. Wie gesagt, ich lade jeden gerne mal ein, ja? Schaut einfach mal da oben in meinen Kanal hier auf TikTok. Du lädst jeden gerne mal ein. Geht das jetzt schon wieder los? Ja?
Ja? War das wieder ein traurig, komm zu mir? Da findet ihr einen Link Linktree. Im Linktree ist der erste Post der Blog zum Thema Kommune, für die freie Kommune, also Kommune der Freiheit. Ja? Und die Kommune der Freiheit, da könnt ihr mal reinschauen, was da drin eigentlich das ist, was die Hater behaupten. Denn das, was momentan wieder rumgeht, ist der ganze Blödsinn und der ganze Müll und deren ganzen Lügen. Aber nichts darüber hinaus. Rainer, wenn das doch alles Lügen sind, die wir erzählen. Also abgesehen davon, dass wenigstens ich und ich denke auch die anderen Kollegen, wir argumentieren wenigstens. Ja? Wir argumentieren. Ja? Weißt du, wie das funktioniert? Dann bring doch mal deine Gegenargumente. Das, was du bisher jetzt hier verzapft hast, war eigentlich nur wieder ein Schuss ins eigene Wasserbein. Weil erstens hast du es aufgezählt, was dir vorgeworfen wird, um dann zu sagen, aber das wird ja gar nicht thematisiert. Pff. Schwierig, schwierig. Bring doch mal ein Gegenargument. Das ist halt das Problem. Da wird es schwierig. Wenn, dann musst du halt dagegen argumentieren können. Und das kannst du nicht, weil du hast keine Argumente, weil es halt nur mal drin steht. Weil es wird auch nie anders sein. Das wird immer so laufen, dass viele versuchen, auf einen loszugehen, in dem Fall. Und jetzt kommt die Mobbingkarte. In den letzten 10 Jahren, was wurde mir alles vorgeworfen? Es gibt ein paar Sachen, die habe ich wirklich falsch gemacht. Das ist gar kein Thema. Das Würde sagen, es gibt so ein paar Sachen, die du vielleicht ansatzweise richtig gemacht hast. Das meiste war himmelschreiende Scheiße. ist richtig. Ich habe vieles Sachen falsch gemacht, viele Sachen falsch gesagt oder viele Sachen falsch rübergebracht, was als YouTuber und Streamer ein sehr großer Fehler ist. Aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe und ich versuche, diese Fehler nicht zu wiederholen. Nee, das ist ja, nee, eben nicht. Genau das ist es ja. Es ist ja gar kein Problem, Fehler zu machen. So, jeder macht Fehler. Man sollte nur aus diesen Fehlern lernen. Von da sind Fehler ja erstmal nichts Schlimmes. Ja, ich habe auch Sachen gemacht, wo ich jetzt in der Retrospektive sagen würde, würde ich nicht nochmal so machen. Aber dann habe ich daraus gelernt. Und das ist ein positiver Nebeneffekt von Fehlern, ja, daraus zu lernen zu können. Wenn man sich allerdings bockenstur und borniert dahinsetzt und einfach seinen Stiefel weiterfährt, dann ändert sich auch nichts, ne? Wunder was. Da schau guck. Und jetzt habe ich über etwas geschrieben, jetzt habe ich über eine Idee nachgedacht, ich habe eine Idee angefangen, wo bestimmte Punkte gar nicht thematisiert sind, wo auch gar nicht darüber nachgedacht wurde oder nicht groß darüber nachgedacht wurde, weil Du es... hast es uns doch eben selber erzählt. Meine Herren, ist es doch immer, dass er sich selber nicht auf den Geist geht. nur eine Randnebenerscheinung ist. Nein. Ich brauche in einer Kommune erstmal Menschen. Die Leute fangen alle an, ja, aber was ist denn mit der Selbstversorgung? Wie machst du das? Ich habe keine Menschen für die Kommune. Wie soll ich über die... Naja, aber das wäre schon ein wichtiger Teil. Wie soll sich denn die Kommune selbst versorgen? Du kannst doch nicht erstmal Menschen da ansammeln, also rein theoretisch natürlich. Und dann, ja, jetzt gucken wir mal, wie wir uns selbst versorgen. So funktioniert es halt nicht. Selbstversorgung nachdenken. Erst einmal brauche ich Menschen, dann brauche ich einen Ort. Und dann kann ich... Nein, erstmal brauchst du einen Ort, an dem die Selbstversorgung sichergestellt werden kann. Und dann kannst du vielleicht versuchen, Menschen anzusammeln. Es gibt es da einfach nicht. drüber nachdenken, wie ich das Ganze anfange. Deswegen würde ich empfehlen, jeder, der sich für das Thema interessiert, liest sich am besten erst einmal den Beitrag an. Am besten lest ihr euch im Blog von oben nach unten durch. Das heißt, ihr fangt an mit der ersten Überblick. Echt? Ich fange vorne an und höre hinten auf? Also, höchst progressiv. Und dann mit der Anfang. Dann würde ich euch den Post empfehlen, die Planung, also Thema Planung. Und dann könnt ihr euch die anderen Sachen anschauen, wie zum Beispiel den Ort und die Gebäude. Dann könnt ihr euch anschauen, der persönliche Besitz. Dann könnt ihr euch die Fragen und Antworten anschauen und so weiter. Aber ich würde tatsächlich anfangen, fangt mit der Anfang an und mit... Das muss ich nicht kommentieren, oder? Der Überblick und dann mit Thema Planung. Das sind die drei, die ich euch empfehlen würde, wie ihr das lesen solltet zuerst. Die drei Hauptfelder.
Der Anfang, der Überblick, der Untergang. Weil viele fangen an zu planen. Eine Lebensgeschichte in drei Bänden. Bis sie schon das fertige Gericht essen, so habe ich es auch, glaube ich, geschrieben, bis sie das fertige Gericht essen, aber sie haben vergessen, das Gericht zu kochen. Es macht ja schon, es ist inhaltlich gar keinen Sinn. Es ist eine sehr schlechte Metapher, Rainer. Und wie kann man etwas essen, was man nicht gekocht hat? Deswegen ist es eine schlechte Metapher. Also, wenn es jemand anders kocht, klar. Aber wenn ihr selbst kochen müsst, oh, jetzt häng dich doch nicht daran auf, Mann. Ja, erklär's. Und dann könnt ihr erst anfangen zu kochen. Und ja, erst dann könnt ihr euer fertiges Essen genießen. Aber die Leute, die fangen hier an, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Oder? Nein. Nein. Fangen das Buch an zu lesen in der Mitte. Das funktioniert nicht. So. Und dieser ganze Beitrag hier, dieses ganze Thema, dieser ganze Blog und auch das Video, was im späteren Verlauf noch kommen soll, im Laufe des Tages oder morgen dann, das hat nur ein Ziel, euch zu zeigen, wie die Menschen schon wieder aktiv Hetze betreiben. Es hat nur ein Ziel, mich lindwurmartig aus der Misere zu schlängeln. Es ist wieder mal eine Hexenjagd auf Grundlage von gar nichts. Doch. Es bietet eine ganze Menge Grundlage. Und das ist keine Hexenjagd, das ist Leute auf dich aufmerksam machen. Und was du für eine Scheiße verzapfst. Und dass man dich im Auge behalten sollte. So, auf Grundlage von gar nichts. Und du fragst, ob die Kommune in Deutschland sein soll. Du fragst auch von hinten an. Ich habe doch noch gar nicht geplant, die Kommune überhaupt umzusetzen. Ich habe von Anfang an gesagt gehabt, schon in den ersten Videos, in den ersten Livestreams, bevor das überhaupt ein Thema war, habe ich das überhaupt noch nicht gesagt. Das ist überhaupt keine Situation gewesen. Es interessiert im Moment noch gar nicht, ob das in Deutschland ist oder nicht, weil ich habe überhaupt keine Menschen, mit denen ich in eine Kommune gehen will. Die werden auch nicht kommen. Kleiner Spoiler. Oder gehen kann oder gehen werde. Ich habe noch keine Kommune. Und solange ich keine Kommune habe, interessiert auch nicht, ob ich die Kommune in Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder sonst wo mache. Weil ohne das brauche ich gar nicht anfangen. Ja, ich brauche nicht damit anfangen zu sagen, ich werde meine Kommune in Frankreich machen. Brauche ich nicht machen. Weil dafür habe ich erstens mal keine Leute und zweitens kein Grundstück. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt mal Leute und ihr unterschätzt das jetzt auch nochmal zum letzten Thema. Ihr unterschätzt das immer. Thema. Was auch momentan viel vorgeworfen wird, ist, dass ich eine Kommune machen will, wo ich das Sagen habe. Das stimmt aber nicht. Ich will keine Kommune machen, wo ich das Sagen habe, sondern ich will eine Kommune machen, in der eine Gemeinschaftsentscheidung getroffen wird. Und das betrifft auch den Ort, wo man hingehen möchte. Wenn man mal, sagen wir mal, 10 Leute hat für eine Kommune, dann kann man sich zusammensetzen. Da muss man sich auch erstmal kennenlernen und erstmal schauen, ob man überhaupt miteinander klarkommt. Es kann ja auch sein, dass man sich trifft und sagt, ey, mit dir komme ich gar nicht klar. Tschüss. Ja, das würde tatsächlich bei dir jedes Mal passieren, ja. Verpiss dich. Und dann ist es aber immer noch in der Situation so, wenn man dann die Leute hat, dass man da zusammen entscheiden kann, ey, wie schaut's denn aus? Möchten wir die Kommune in Deutschland machen oder möchten wir sie in Österreich machen? Möchten wir sie in der Schweiz machen oder in Portugal oder in Spanien oder Italien oder in die USA? Erst einmal braucht man die Situation, dass man überhaupt Leute für die Kommune hat. Und dann kann man als Gemeinschaft entscheiden, wo man hingehen möchte. Deswegen braucht man das überhaupt nicht groß thematisieren im Moment. Es wird so viel erzählt und so viel gefragt und so viel gemacht, was überhaupt noch nicht relevant ist. Das ist langweilige Scheiße, ey. Da frage ich mich immer wieder, was ihr für einen Quatsch erzählt. Und was ihr für einen Quatsch macht. Mhm. Und dann kommen Leute immer mit irgendwelchen Posts, die schon wer weiß, wie alt sind. Ist egal, wie alt sie sind. Also, Rainer, es ist doch vollkommen egal, wie alt sie sind. Weißt du, wie alt das Buch Mein Kampf ist? Aber das ist ja schon uralt, also das ist ja egal, ja, was da damals geschrieben wurde. Das ist egal, das ist doch schon alt. Ja, interessiert doch gar kein mehr. Ja, was juckt mich denn mein Geschwafel von gestern? Wo mich Leute zu Sachen gebracht haben, zu Aussagen, ja,
die dann mich hinterher verarscht haben. Dich zu Hause, jetzt sind wir auch noch für das verantwortlich, was du dir aus deinem ekelhaften Hals rauswürgst. Ja, das. Du hast es doch gesagt. Wo ich mit Leuten über Thema gesprochen habe, wo nicht einmal von mir ausgegangen ist. Jetzt kommen die Leute alle mit, oh, Guido hat, Guido hat. Guido, der Name ist Guido. Ja, richtig. Guido hat mir erzählt, er mir, nicht ich ihm. Er hat mir erzählt, dass er auf einem Campingplatz war, mit Kindern und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt gefragt, wie das da abgelaufen ist. Weil ich mich damals dafür interessiert habe, ob das so ist oder nicht, damit ich weiß, wenn ich da hingehe oder wenn ich sowas mache, wie das da abläuft. Weil auf die Veranstaltungen oder auf die Situationen, die ich gehe, da sind keine Kinder dabei. Deswegen hat mich das interessiert, weil er das angesprochen hat, nicht ich. Schon seltsam, wieso dich sowas interessiert. Mich, weiß ich nicht. Das kam nicht von mir, das ging von ihm aus. Und es wurde natürlich wieder super schön gemacht, ne? Die Leute kommen jetzt damit her, aber Guido hat doch. Ja, Guido ist aber ein Hater. Das hat er super gemacht, oder? Er hat eine Situation genutzt, um aus mir etwas rauszukriegen, was er hinterher gegen mich verwenden kann. Das ist eine super Aktion. Da muss man aber dazu sagen, der hat auch sein Handwerk gut verstanden. Der hat nicht umsonst so lange bei mir im Discord und im Stream und so weiter als Mod durchgehalten. Ich habe übrigens keine Ahnung, ich habe die Scheiße nicht verfolgt, ja. Ich sag's gleich, aber ja, rein ist eine super Taktik, sich so bei dir einzuschleimen, um Sachen aus dir rauszukriegen, die in deinem Oberstübchen vor sich gehen, die man dann gegen dich verwenden kann. Siehst du, das Problem, du hattest das ja im Oberstübchen und hast es gesagt, wenn man es gegen dich verwenden kann, kommt der Gedanke und das Inhaltliche immer noch aus dem Hohlraum zwischen deinen Segelohren. Und da wurde dir ja nichts in den Mund gelegt, sondern man hat das, was du selber gesagt hast, gegen dich verwendet. Ja, so funktioniert das. Der hat es nur geschafft, bei mir so lange durchzuhalten, weil er sich halbwegs gut angestellt hat und ich das halt begriffen habe. Aber jemand, der von vornherein Hater-Absichten hat und dann sagt mir hinterher noch zu dem oder sagt noch, ja, aber der hat doch. Er hat mich verarscht, er hat mich fertig gemacht, er hat Scheiße gebaut. Nee, er hat einfach das, also wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt, das genommen, was du gesagt hast und es gegen dich verwendet. Ja. Doof gelaufen, ne? Und er hat total kranke Fantasien. Und dann kommt ihr zu mir und sagt, ich bin schuld. Ich sehe da nicht, dass ich daran schuld bin. Ich habe ihn etwas gefragt, weil man über etwas diskutiert hat. Es ist auch nur ein Teil von dem ganzen Gespräch überhaupt online. Ich habe dummerweise den Chatverlauf allerdings nicht mehr, weil ich sowas nicht speichere, weil ich kein Hater bin, weil ich sowas nicht nötig habe zu speichern. Ich lösche meine Chatverläufe regelmäßig, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich es nicht die ganze Zeit brauche. Aber Hater speichern sich sowas natürlich. Warum speichern sie sich das? Weil sie es hinterher gegen einen verwenden wollen. Ja, naja. Es ist Sammeln von Beweisen. Was ist daran verwerflich? Also ich meine, es kommt ja immer noch aus dir oder von dir. Und Leute sagen, oh, guck mal, das ist aber bedenklich, was der Klüterkopf da wieder rausgehauen hat. Und dann legen sie das mal auf die Habenseite in eine große, große Sammlung von Scheiße, die du gebaut hast. Und dann stellen sie natürlich auch Fragen und versuchen das so aus einem rauszukitzeln, dass ich mit Guido schon mehrfach über diese Thematik gesprochen habe und es auch meistens von ihm ausgegangen ist und nicht von mir. Das erzählt er natürlich nicht, weil damit würde er im schlechten Licht stehen, nicht ich. Die Situation ist immer mit Guido so gewesen, dass er mich in Situationen gebracht hat, wo ich mich mit ihm unterhalten habe. Und dann hat aber er die ganze Zeit Sachen aus mir rauskitzeln wollen oder aus mir rausbringen wollen, die einfach nicht drinnen waren. Und dann Ja, offensichtlich war ja schon was drin, sonst hätte er ja nichts gegen dich verwenden können. fehlt aber die Hälfte von der Kommunikation. Und jetzt werden gleich einige mir sagen, hey, aber das ist ja der ganze Chatverlauf von A nach B. Solche Daten kann man fälschen. Das ist schon mal das Erste. Irgendwelche Chatverläufe kann man fälschen. Ich habe den Chatverlauf, der da veröffentlicht wurde, auch gar nicht gesehen, ob das wirklich ein echter Chatverlauf war oder ein Fake-Chatverlauf war. Ich habe mit Guido mal über das Thema über den Campingplatz geredet, ja. Aber der ganze Quatsch, den er da veröffentlicht, wüsste ich nicht, was er da erzählt. Weil das einfach Schwachsinn ist. Da wird wieder Zeug erzählt und mir wird wieder Zeug in den Mund gelegt.
Und dann sollte man vielleicht mal aufhören, darüber dauernd nachzudenken. Ja, nee, eben nicht. Das ist es ja. Die wird erstens im Regelfall nichts in den Mund gelegt. Alles, was dir vorgeworfen wird, bisher war eigentlich immer sehr, sehr deutlich belegbar. Und es kommt ja aus dir. Und doch, da sollte man drüber nachdenken. Vor allem du solltest mal drüber nachdenken, was du vielleicht alles so vom Stapel lässt. Dazu kommt übrigens, dazu kommt übrigens auch noch, das sollte man nochmal dazu sagen, viele sagen zu mir, du sag mal, Rainer, wie kann es sein, dass du dem Guido so viel vertraut hast? Der Guido hat mir viel Kohle gegeben. Der hat mir hier mal ein Hunder gegeben, dass ich hier mal in ein Hotel konnte. Der hat mir hier mal ein 50 gegeben, dass ich mir was zu essen kaufen konnte. Der hat mir hier mal Elender ein 50 gegeben, dass Schmarotzer. ich mir mal Fahrkarten kaufen konnte. Ich war doch, pass mal auf, ich war doch im September, Februar, Februar, März. Ich war Februar, März, nee, war es April? September. Februar, März. April. Hund, Katze, Maus. Rot. Gelb. Blau. Ich war auf jeden Fall doch mal auf Sylt. Müsste ich in meiner Chronik nachschauen. Ich war doch auf Sylt. Als ich auf Sylt war, war ich mit dem Guido unterwegs. Damals wusste ich noch nicht, dass es das ein Hater ist. Ich war damals mit Guido unterwegs auf Sylt. Er hat mir das Geld für das Ticket gegeben, damit ich zu ihm hochfahren kann. Er hat mir das Geld gegeben, dass ich, ich glaube, er hat mir das Geld gegeben für das Hotel, wo in dem ich 3 Tage gepennt habe. Und er hat auch teilweise was von Essen und Trinken gezahlt. Und das ist das Schöne. Die Hater lassen solche Sachen unter den Tisch fallen. Ja, das ist ja wirklich, also abgesehen davon, dass ihm der fiese Ranzpermel abfahren soll, deswegen. Aber das lassen die Hater einfach unter den Tisch fallen, dass der Typ so verblendet war, dir auch noch deinen Lebensunterhalt zu zahlen. Ich habe damals nicht damit gerechnet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ein Hater so viel ausgibt. Ja? Der hat mir mehr als einmal, zweimal, dreimal 100 € überwiesen. Das hat er ein paar Mal gemacht. Und der hat auch hier und da immer mal was bezahlt für mich. Der hat mir auch mal was zu essen bestellt und so weiter. War alles kein Thema. Haben wir alles durchgekriegt. War gar kein Problem. Ja, gar kein Problem für mich gewesen. Das haben wir zusammen alles durchgekriegt, dass der mich komplett durchfinanziert hat. Mei. Und trotzdem hat er mich von vorne bis hinten total verarscht. Ziemlich interessant eigentlich, ne, wenn man so darüber nachdenkt. Ja. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich auch schon mal seinen Johnny gesehen habe. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Was soll denn das? Was soll denn das? Rainer, genau das is ist es. Och. Behalte doch einfach für dich, ey. Mann. Da seht ihr mal, wie bereit die sind, wie weit sie zu gehen können. Wie bereit die sind, wie weit zu gehen können. Ja, stell mich doch nochmal verbal an die Wand. Ja, der Typ wurde ja sogar mit seiner alten Adresse mal geleakt. Die Adresse, die damals geleakt wurde von den Hatern, das ist ja gar nicht seine Adresse gewesen. Das war eine alte Adresse von ihm, aber nicht seine echte. Doch, es war eine Adresse von ihm, aber nicht seine aktuelle, wolltest du wohl sagen. Ja, wie weit sind wir? Oh Gott. Rainer ist ein guter Mensch. Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin Nee, kein guter Mensch. nee, das ist weit entfernt Aber ich davon. glaube auch nicht wirklich, dass es gute Menschen gibt. Oh Ich nein, glaube, natürlich es gibt gibt es Menschen, keine die guten Menschen. sind scheiße. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind weniger scheiße. Die Menschen, die weniger scheiße sind, sind die Menschen, die viele als gut bezeichnen. Aber jeder Mensch hat Fehler. Natürlich hat jeder Mensch Fehler, ich würde aber nicht so weit gehen. Gut, ich bin jetzt kein großer Menschenfreund im Allgemeinen. Aber das ist schon sehr plakativ. Aber um dein Beispiel zu bedienen, dann bist du richtig scheiße. Das betrifft auch mich. Ich nehme mich da nicht aus der Gleichung raus, im Gegenteil. Ich Du wolltest sogar kein Mensch mehr sein. Du hast doch dir abgesprochen, Mensch zu sein, schon vor Jahren. würde sagen, auf einer Shit-Skala bin ich von 1 bis 10 eine solide 5. Du bist das übelste Dixi-Klo.
Von der allerübelsten Sorte. Es gibt doch bestimmt Festivalgänger unter euch, ne? Ich war mal auf einem Dixie. Das war so der erste Abend. Ich muss so dringend, das war vorne aber vor der Bühne. Und da war eine Batterie Dixies. Alle zu. Und eins war offen. Und ich mache die Tür auf und denke mir, yes, und guck da rein. Ey, da hättest du oben mit der Kelle glatt abstreichen können. Da habe ich mal festgestellt, wie akrobatisch ich doch noch bin. Reiner Sohn Dixie bist du. Ja, ich bin nicht ganz scheiße. Ich bin aber auch nicht ganz gut. Du bist Ja, richtig scheiße. ich bin Richtig kein Good scheiße. Boy. War ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nicht sein. So, auf der Shit-Skala würde ich sagen, ich bin eine solide 5. Manchmal vielleicht eine 6, manchmal vielleicht eine 4. Du bist eine 12. Also ich bin weder gut noch bin ich schlecht. Ich bewege mich irgendwo so im Zwischending. Guido würde ich sagen, ist auf der Shit-Skala ungefähr eine 8. Vielleicht auch eine 9. Warum? Weil sein ganzes Verhalten nur darauf aufgebaut hat, dass er Scheiße baut. Aber da fragt man sich letzten Endes immer, was Fragt. dieser Quatsch soll. Warum fängt man an, jemandem Geld zu geben, damit man ihn verarschen kann? Na, damit man natürlich. Um aus dir was rauszukriegen, was in deinem dämlichen Ogelstübchen wieder vor sich geht. Meine Herren, es das nicht begreift einfach. Vertrauen aufbaut. Ihr habt in den letzten Monaten überlegt mal Folgendes. Was ist in den letzten Monaten passiert? Die Hater haben behauptet, ich sei in, jetzt hätte ich fast gesagt, Kroatien. Wäre cool. Schön am Strand liegen, vielleicht zwei, drei Mädels im Arm. Oh, bitte Snipping, tun Sie jetzt ekelhaft. Rainer, du weißt aber schon, dass Kroatien Kiesstrände hat, oder? Okay. Paar Tequilas schlürfen? Nee. Ich mag gar keine Tequilas. Habe ich einmal getrunken. Uah. Oh Gott. Warum sagst du es dann? Und warum sollte man Tequilas schlürfen? Meinst du vielleicht Margaritas? Keine Ahnung. Es ist anstrengend, Leute, wirklich. Es ist oh, schon eine Stunde. Und wir sind immer noch eine Stunde vor. Es ist wirklich. Oh. Nee, mal Spaß beiseite. So. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh. Ja, Strandling, zwei Mädels zum Abend. Tequila, ich trinke kein Tequila, habe ich aber gemacht. Eklig. Ach, ey, wirklich, kannst du dir nicht ausdenken. Wo war ich stehen geblieben? Er war schon immer ein Hater und oder wurde er zum Hater? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil viele Hater behaupten, dass sie ursprünglich Fans waren und dann zum Hater wurden. Ich persönlich glaube nicht, dass es Fans waren, die zum Hater wurden. Ich glaube. Also Fans hatte ich bei dir komplett ausgeschlossen. Ja, die meisten haben so diesen Werdegang. Oh, schau dir doch mal diesen armen, armen Menschen an. Der ist nicht ganz helle. Der lebt an so einer Siffbude und die ganze Welt hackt auf den rum. Dann befasst man sich so ein bisschen mit dir, schaut mal so zwei, drei Videos von dir und zack. Denkt mal genauso. Weil du das hinkriegst sogar aus den gutmütigsten Menschen, die es echt gut mit dir meinen, Menschen zu machen, die dich einfach nicht mehr ausstehen können. Das schaffst du mit jedem. Das ist das so, das ist so. Das ist deine Begabung. Ja? Das ist deine Begabung, Leute zu vergraulen. Aber das ist die Ausnahme der Regel. Ich glaube eher, dass es Leute gibt, die mich einfach nicht mögen oder mein Verhalten nicht mögen. Was ich sogar nachvollziehen kann. Ich kann verstehen, dass mich Leute nicht mögen aufgrund meines Verhaltens. Ich bin jemand, ich bezeichne mich, ich selbst bezeichne mich als Freigeist. Oh jappa, jetzt ist aber wirklich Feierabend. Also jetzt ist wirklich Feierabend. Als Freigeist. Ein Blödsinn. Ich bin jemand, der. Du bist nichts. Du bist nichts. Gar nichts bist du. Sich an Regeln hält, aber. Emma, Mister doppelte Bewährung. Klar. Keine Regeln mag. Ja, bin jetzt auch kein großer Fan davon, dass Leute mir irgendwas vorschreiben, aber das ist nun mal so in der Gesellschaft, dass man sich an gewisse Sachen einfach halten muss.
Ja, und auch ich habe einen Chef, der mir sagt, hier, Captain Lindemann, Sie haben da heute das und das zu machen. Ja, und dann macht man das. So, fertig. Aber. Und gleichzeitig aber versucht, die Regeln ein bisschen zu biegen. Ich halte mich an Regeln. Ich mag sie nicht. Ich versuche sie ein bisschen zu biegen. Erinnert man sich die ganze Zeit selbst widersprechen kann. Das ist unglaublich. Und gleichzeitig trotzdem einen ganz normalen Weg zu gehen. Du, ganz normalen Weg zu gehen. Du bist so weit abgekommen. So weit abgekommen. Für dich ist ein normaler Weg. Der ist nicht mal mehr in Sichtweite. Für dich geht das nur noch einen. Das ist der Holzweg. Und den gehst du auch radikal zu Ende bis in die Grube. Also es gibt für mich eigentlich, am besten ist es, glaube ich, ausgedrückt, wenn ich sage, ich habe einen Ehrenkodex für mich selbst. Ja, genau. Ja, richtig. Für dich selbst. Hast du auch wieder aus irgendeinem Manga-Dreck. Und da sind bestimmte Dinge drinnen, die ich einfach nicht rechtfertigen kann von mir selbst. Und diese Dinge sind für mich. Ich habe einen Ehrenkodex und da sind Dinge drin, die ich von mir selbst nicht rechtfertigen kann. Meine Damen und Herren, kommen Sie mit? Mich einfach ein No-Go. Und das fängt ganz vorne damit an, dass ich auf Menschen losgehe und auf Menschen rumhacke, die mir nicht passen. Und das mache Machst du nicht? Und jetzt greifen wir mal ganz tief in die große Kiste voller Videoaufnahmen vor deinem ehemaligen Grundstück oder lesen uns mal diverse Gerichtsurteile durch und dann sagst du diesen Satz nochmal geradeaus, ja? ich nicht. Das gefällt mir nicht. Aber ich bin auch niemand, der sich dann hinstellt und sagt, ja, okay, dann machst du das eben so. Sondern ich bin jemand, ich wehre mich. Ich räche mich auch, wenn es sein muss. Wobei ich Ja, das ist eine sehr gute Charaktereigenschaft. Rache ist so ein Ding. Deswegen haben wir zum Glück einen Rechtsstaat. dazu sagen muss, meine Rache sieht meistens ein bisschen anders aus. Ich erwähne das immer wieder. So, das ist, für mich ist das schon eine Rache. Für mich ist das jetzt, was, Stimmt, du erwähnst so immer wieder. das, was ich jetzt mache, ist für mich schon eine Rache. Das ist keine Rache, das ist ein Schuss ins eigene Wasserbein. Ich habe einen Freund gehabt. Ah, der Ja, bei diesem Taschenkumpel. Freund Schweizer war ich Taschenkumpel. im Jahr 2022 und im Jahr 2023 ein paar Mal über Nacht. Auch mal eine Woche oder zwei oder auch mal ein, zwei Aber Monate. bitte nicht. Sag's nicht. Ein paar Mal also. Sag's nicht. So. Warum räche ich mich jetzt an dem? Das hier ist nämlich schon für mich eine Art Rache. Ich sage nicht, wer das ist, ich sage keinen Namen und so weiter. Ein paar Leute werden das Namen Und schreiben, du manche sagst doch bitte nicht. nicht, was du da gemacht Aber hast. warum ist das eine Rache? Ganz einfach, weil ich eben schon drüber rede. Das ist für mich schon eigentlich eine Sache, die sage ich, das ist zu hart. Eigentlich. Oh, ich hatte mal einen Kumpel, da habe ich im Jahr 22 und 23, da habe ich ein paar Mal mit dem gepennt. Ja, gib's ihm. Gib's ihm. Sollte ich das nicht machen? Das ist für mich schon ein No-Go. Und trotzdem ist das für mich eigentlich schon somit die schlimmste Sache, die ich anstellen würde. Ich werde euch keinen Namen sagen und ich werde vor allem nicht da irgendwie Terror machen. Das ist nicht mein Stil. Du hast gar keinen Stil. Viele sagen, das habe ich schon sehr, sehr oft gehört, du bist zu gut für diese Welt. Ja, jetzt hört's. Ja, genau. Täglich. Passanten im. Gut, wo solltest du auf Passanten treffen? Täglich kommen Leute auf dich zu. Herr Winkler, sie sind einfach zu gut für diese Welt. Ja, die legen dir Blumenkränze nieder und ach, Herr Winkler, sie sind so ein gutherziger Mensch. Ja, Mutter Teresa ist ein feuchter Furz gegen sie. Mahatma Gandhi. Wirklich. Ja. Preise, Denkmäler sollte man die errichten. Gut, ich weiß nicht, woher man so viel Granit, aber ist egal. Bullshit. Ja, Bin ich nicht. Bullshit. Wenn ich nämlich zu gut für diese Welt wäre, dann würde ich überhaupt keine Rachegedanken haben. Ich bin aber Gedanken zu haben und diese umzusetzen, sind zwei verschiedene Dinge. auch gleichzeitig jemand, der überhaupt keine. Ich bin nicht. Doch, ich bin nachtragend. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wie drücke ich das aus? Am besten gar nicht. Am besten machst du jetzt einen fiesen Hals zu. Ich bin nicht rachsüchtig. Das trifft das, glaube ich, am. Ich räche mich. Ich räche mich gerne. Aber ich bin nicht rachsüchtig. Boah, ich.
Leute, ich weiß es doch auch nicht mehr hier. Wirklich. Ist der Bums bald vorbei? Besten. Rache ja, rachsüchtig nein. Also, was heißt, ja, also Rache ist, ich verübe trotzdem Rache, aber ich verspüre keine Genugtuung dabei. Und ich. Oh. Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Ich plane nicht ewig lang eine Rache. So, das, was ich jetzt hier mache, das ist eine spontane Aktion. Alles, was ich hier erzähle, ich habe kein Skript, gar nichts. Ich rede mit euch ganz frei, ganz normal. Nochmal auf Skript schon. Nee, Du ernsthaft, ich habe bist keine so Skripte und gar nichts. Ich habe im Hintergrund den witzig. Blog offen, wo ich hier die ganze Zeit schaue, wo ich hier hin und her switch, deswegen auch mal hier diese Lichtscheine. Ja, aber das Diese hier ist halt besser, ist ein bisschen Lichtscheine. heller. So, und ich switch zwischen dem Blog hin und her. So. Und ich habe keine Genugtuung davon. Weil ich sage, für mich, wenn ich euch jetzt den Namen der Person sage, ich weiß, ich brauche nicht glauben, ich weiß, es gibt einige Fans und Zuschauer, die bereit sind, ich weiß auch, dass mindestens eine Person hier drin ist, die bereit ist, das mit anderen zu machen, was diese mir antun. Das ist aber nicht, was ich will. Das ist doch. Sorry Leute, ich komme einfach, ich weiß nicht, der schwafelt sich dann Kopf und Kragen. Ich komm einfach geistig nicht mehr mit. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe innerlich schon so vor 20 Minuten, habe ich innerlich schon abgeschalten. Ich hoffe, da kommt jetzt nochmal irgendwas, sonst wird das hier doch ein Dreiteiler. Nicht mein Stil. Und das ist für mich auch ein No-Go. Ich möchte niemandem das antun, was man mir angetan hat. Das wünsche ich nicht mal Ofenkäse, Mimon und wie sie alle heißen. Das könntest du auch nicht. Niemanden. Auch Regenbogenschaf nicht. Regenbogenschaf ist der Typ, der angefangen hat mit den Besuchsvideos zu mir nach Hause. Das ist der Typ, der das Ganze losgetreten hat. Aber selbst ihm wünsche ich nicht das, was mir angetan wurde. Und das sage ich euch nicht nur so, das ist auch so. Nein, das meiste hast du dir einfach selber angetan. Die meisten Besuche, ja, das waren ein paar witzige Leute, die standen vorm Tor. Gut, zugegeben, das wäre mir halt auch auf den Sack gegangen. Aber keiner wäre halt auch so hageldumm gewesen wie du. Da Posterverkäufe zu veranstalten und ständig seine hohle Birne ins Netz zu halten und nur zu provozieren. Hätte man einfach schön die Fresse gehalten, still gemacht, dann wäre das alles rapzap vorbei gewesen. Aber nee, das konntest du ja nicht. Das hast du dir alles schön selber angetan. Sind meine Augen übrigens fast grün. Ja, deine Camouflage-Augen wieder. Wir wissen es. Du bist ein ganz besonderes Kerlchen, bist du. Das ist einfach eine Tatsache. Nee. So, ich möchte niemandem das antun, was er mir antut, aber nicht deswegen, weil ich mich für einen besseren Menschen halte, sondern weil das mir nichts bringt. So. Weil du gar nicht dazu in der Man Lage könnte auch bist. sagen, ich bin ein Mensch, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, wobei das nicht immer stimmt, weil ich meinen eigenen Vorteil oft auch zum Vorteil anderer nutze. Nee, außerdem, was denn für andere? Alle, die bisher näher was mit dir zu tun hatten, ja, Kurt Midas, du hast alle in die Scheiße gerissen. Für viele wahrscheinlich Nonsens, ne? Ich bin ein sehr vielseitiger Mensch. Ich bin ein Nein, du Mensch. bist ein komplett einseitiger Mensch. Du bist überhaupt nicht, du wärst gerne vielseitig. Aber du kannst ja nichts. Du kannst ja absolut gar nichts. Und das hast du jedes Mal in deinen Videoproduktionen deutlich unter Beweis gestellt, dass dir zu absolut allem die Kompetenz fehlt. Und das ist egal, was es ist. Mensch, der sehr wandlungsfähig ist. Das Einzige, in dem du dich gewandelt hast, sind deine Ausmaße. Gut, ab und zu hast du dir auch mal Federn ins Haar gesteckt oder dir die Fussel am Kinn rot gefärbt oder so. Aber du bist überhaupt nicht wandlungsfähig. Du bist und bleibst derselbe Scheiße-Eimer, der du vor 10 Jahren warst. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Persönlichkeit so vielschichtig ist, weil ich so viele verschiedene Anime-Charaktere und Ver Du hast mich gleich hier liegen. Ey, du hast mich gleich hier liegen. Oh, jetzt kommt die Scheiße. Nee. Filmcharaktere und einfach verschiedene Menschen als Vorlage habe, nicht als Vorbild. Dankeschön für den Hut. Dieser Scheißhund. Als weil ich so viele Manga-Charaktere als Vorlage, nicht als Vorbild, als Vorlage habe. Rainer, das ist Fiktion. Das sind Geschichten, die da erzählt werden.
Heldenreisen etc. bla bla, das hat nichts und aber auch gar nichts mit der Realität zu tun. Geschmack. Nicht als Vorbild, sondern als Vorlage. Ich zitiere zum Beispiel auch sehr viele Filme und sehr viele Serien. Ja, ich zitiere auch sehr gerne mal aus Filmen und Serien, weil es da ja auch ganz nette Zitate gibt. Das mag schon sein, aber deswegen baue ich nicht meinen Charakter darauf auf. Ich konsumiere das als Eskapismus, als Unterhaltung. Aber Leute, jetzt wisst ihr es doch. Wenn ihr einfach jemand anders sein wollt, schaut euch doch ein paar Filme an und sucht euch da einen Charakter aus und dann seid ihr einfach der. Ja, nehmt euch das als Vorlage für euer Leben. Richtig. Danke, Frosty. Ich zitiere extrem viele Sachen. Ich merke das teilweise gar nicht. So. Ja, weil sich ja dein komplettes Vokabular nur aus solchen Produktionen gebildet hat. Aber es gibt so viele Sprüche aus Filmen und aus Serien. Bekannte Sprüche von Musikern, Schauspielern und teilweise sogar Wissenschaftlern, die einfach passen. Ja, richtig. Die passen aufs ganze Leben. Und wenn man sich das alles irgendwann mal anschaut und durchliest und so weiter. Ich hasse Weihnachten. Ich hasse... Oh Gott. Boah, was ich alles mit dieser Zeit hier anfangen könnte. Lametta-Schwinger. Dann, Entschuldigung. Ja, wo wir gerade Lametta gesagt haben, ne? Ist auch so ein Klassiker an Weihnachten, da kommt man irgendwo rein, wo so ein Christbaum steht und sagt, früher war mehr Lametta. Ja, dann macht man, das ist ein Spaß, das ist ein Witz, weil das irgendwie auch jeder kennt so, das ist ein Witz, Rainer, aber darauf bildet man nicht seinen Charakter aus. Das hier ist das reale Leben, kein Rollenspiel, Mann. Dann, es gibt so viele Sachen, die im Leben einfach passen. Und, ja, weil das Leben als Vorlage nimmt und sich darauf Geschichten ausdenkt. Ich bin auch jemand, der sich halt einfach von nichts unterkriegen lässt, so. Weil ich einfach weiß, dass es es nicht besser macht. Ihr werdet mich niemals besiegen. Ich krieg so oft zu hören, ey, warum bist du so stark? Ich halte mich nicht für stark. Ich halte mich nicht. Das kriegst du von wem? Von wem willst du das denn ständig zu hören kriegen? So ein Quatsch. Für schwach, aber ich halte mich nicht für stark. Weil meine Art von Persönlichkeit einfach Teil von mir ist. Ich bin eben einfach so. Ja, weil du halt irgendwo mit 11 Jahren stehen geblieben bist und dein Körper ist gealtert und sich immens ausgedehnt, aber geistig bist du halt irgendwo einfach mal stehen geblieben. Und auf diesem Level stehst du auch heute noch. Mein Ich-Bewusstsein, das, was den Menschen zu mir macht, der ich bin. Das, was mich zu dem Menschen macht, der ich bin, Herrgott, neins. Den Teil von mir als Mensch zu dem macht, der ich bin, der wurde von allen möglichen Sachen geprägt. Von Filmen, von Serien, von Menschen, die ich getroffen habe. Nein, normalerweise bildet sich das aus Erfahrungen und von Menschen, mit denen man sich trifft. Das ist aber nicht aus Filmen und Serien. Das ist Fiktion, Rainer. Und nein, das Wort Fiktion hat nichts damit zu tun, was du jetzt wieder denkst. Menschen, die mich verraten haben, genauso wie Menschen, mit denen ich befreundet bin oder war. Und auch Menschen, denen ich nur flüchtig begegnet bin. Ich erinnere mich heute noch an Menschen, denen ich geholfen habe. Obwohl es eigentlich nur eine Kleinigkeit war. Ich habe auch viele Menschen oder viele Sachen vergessen in meinem Leben. Aber ich sage immer wieder, ich bin ein Freigeist. Ich bin auf spiritueller Ebene irgendwo zwischen... Hängen geblieben, genau. Du bist irgendwo komplett hängen geblieben. Zwischen hier und dort gefangen. Weißt du, wie ich das erklären soll? So. Und ich habe es ja jetzt gerade im Stream die ganze Zeit erwähnt. Ich habe eine Selbstreflexion. Nein, du bist überhaupt nicht in der Lage, dich selbst zu reflektieren. Das hast du hier mal wieder eindrücklich unter Beweis gestellt. Wir sind bei Stunde 6. Du hast dieses Video relativ begonnen mit Selbstreflexion. Bis jetzt hast du noch gar nicht selbst reflektiert. Du versuchst dich hier wieder hinzustellen als jemand, der du nicht bist. Vergleichst dich wieder mit irgendwelchen Manga-Figuren und deinen Camouflage-Augen und weiß der Geier, wen du nicht als geholfen hast. Und alle halten dich für so stark. Und ein Schwachsinn. Hinter mir jetzt. Na, wir haben eine Selbstreflexion gemacht. Ich habe nachgeschaut, was habe ich in meinem Blog geschrieben.
Und ich habe geguckt, weil Leute geschrieben haben, von wegen Kinder, Pädophilie und von wegen Sexkommune. Aber nichts davon ist in meinem Blog tatsächlich der Fall. Doch. Leute schreiben da momentan Posts und machen da Zeug irgendwo im Internet, auf irgendwelchen Telegram-Gruppen, irgendwelchen drittklassige Menschen, die meinen, oder drittklassige Menschen ist falsch, drittklassige Seiten, wo Menschen meinen, die müssen auf die Kacke hauen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lese mir meinen Blog nochmal durch, ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen, ich reflektiere mich selbst, ich Weißt überhaupt nicht, was Selbstreflexion bedeutet, Rainer. Ganz offensichtlich. schaue, was habe ich getan. Und dann schaue ich, was erzählen andere Menschen über das, was ich getan habe. Geh mal doch mal weg von diesem Block. Mach eine Selbstreflexion über dich als Mensch. Das mache ich übrigens viel öfter, als die Leute mir vorwerfen, dass ich nicht tue. So, und das ist schon sehr, sehr oft der Fall gewesen. Die Leute sagen zu mir, reflektier doch mal. Dann schaue ich mir das an und sage, okay, ich reflektiere. Ich schaue es mir an. Ich habe es mir angeschaut. Aber ich verstehe nicht, wo ich jetzt reflektieren soll. Ja, weil du nicht weißt, was eine Selbstreflexion ist. Und nein, du hast nicht reflektiert, du hast es vorgelesen und dich dann wieder lindwurmartig daraus gewunden, dass du es ja gar nicht thematisiert hast. Also du hast es nur drei, vier Mal angesprochen, aber nie thematisiert. Ja, das ist halt keine Selbstreflexion. Denn das, was Leute gesagt haben, dass ich gemacht habe, und das, was ich tatsächlich gemacht habe, das ist keine Reflexion. Weil ich kann nicht reflektieren, was andere über mich gemacht haben. Darum geht es auch nicht. Du sollst dich selbst reflektieren. Dich und deinen Charakter und das, was du getan hast. Das solltest du mal reflektieren und mal drüber nachdenken, ob das so klug war. In der Aussage, dass ich das getan hätte. Weil es ist ja nicht meine Handlung gewesen. Das, was die Hater im Moment machen und was sie im Moment verbreiten, das ist ihre Handlung. Nicht meine. Und ich kann nicht die Handlung anderer Menschen auf mich reflektieren, weil es ist ja nicht meine Handlung. Du kannst aber lesen, was sie schreiben und hören, was sie sagen. Zum Beispiel ich hier in dieser Produktion. Und anhand dieser Aussagen oder aufgrund dieser Aussagen kannst du dich mal selbst reflektieren, doch durchaus. Ich kann nur mein eigenes Handeln reflektieren und das habe ich euch hier erzählt. Ich habe mir die Posts nochmal durchgelesen, ich habe mir das nochmal angeschaut. Von zwei, drei Posts ist das Thema Sex überhaupt nur eine Randerscheinung. Es ist keine Randerscheinung, es wurde erwähnt und jetzt hör auf, dich da rauszuwinden. Es geht mir langsam richtig auf den Sack. Und wechsel mal den Pulli, der ist dreckig. Genau wie das Thema Kinder. Es sind so ganz kleine Abschnitte oder nur ein Teil von Abschnitten in dem ganzen Zeug. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber es wurde erwähnt. Und wenn man sich das so von oben nach unten durchliest, dann wird einem das gar nicht auffallen. Na, offensichtlich ist es aufgefallen. Wenn man sich aber diesen ganzen Hater-Bullshit anschaut, dann merkt man eigentlich, was da für ein Müll erzählt wird. Und was da Nein. für ein Schwachsinn allgemein gemacht wird. Die Lügen der Hater fallen gerade in den letzten Wochen sehr stark auf. Oder auch in den letzten Monaten. Nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch in den letzten Ja, Monaten. dann Im erzähl doch letzten mal. halben Jahr haben die Hater so viele Lügen gehabt, die sie auffliegen haben lassen. Dieser Hater ist total, total unnötig. Du bist ein Herzensmensch. Ich würde mich nicht als so bezeichnen. Ich halte mich, ich sag's. Hauptsache widersprechen, ne? Hauptsache widersprechen. Es ist einfach. Kannst du dir nicht. Nochmal. Und ich meine das auch so. Ich halte mich nicht für gut. Das tue ich nicht. Ich halte mich weder für gut, noch halte ich mich für schlecht. Ich bin einfach ich. Und ich versuche einfach, ich zu sein. Ja, genau das ist das Problem. Bist nämlich ein Rieseneimer voll Scheiße. Schlaganfall? Schlaganfall. So, ich versuche einfach ich zu sein. So, ich versuche nicht gut zu sein, ich versuche nicht schlecht zu sein. Ich versuche eigentlich versuche ich immer die bestmögliche Ausgabe. Was da einer geschrieben hat im Chat, wird aber nicht Epstein Island 2.0, oder? Das hat Rainer jetzt halt nicht geblickt. Weiß halt nicht, worum es geht. Von mir selbst zu sein, was mir nicht gelingt. Weil Epstein? jede Ausgabe von mir ist schlechter oder besser als meine vorherige Ausgabe, weil meine Situation sich immer dadurch verändert, was ich tue oder sage oder mache. Boah, kann so ein Stuss reden einfach. Also wie kann es sein, dass andere Leute über mich urteilen, wenn sie selbst so eine Scheiße bauen? Nee, Leute, wirklich. Komm, wo sind wir? Oh, Stunde 19. Komm, wir machen drei Teile. Das sind immer noch 50 Minuten dummes Gefasel. Und jetzt nochmal zum Knackpunkt. Noch, ich muss jetzt, ich weiß, das ist eigentlich, es ist auch nicht mein Lieblingsthema, im Gegenteil, aber ich muss nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ich war unglaublich schockiert. Ich war unfassbar schockiert, wie viele Leute diese kranken Gedanken in Bezug auf Kinder und FKK im Kopf hatten.
Deine. Ich erkläre es jetzt noch ein einziges Mal. Es ging nicht um FKK per se, sondern wir kennen alle deine ausschweifenden Triebe. Und auf die Frage, wie das mit monogamen Personen ist, die du beantwortet hast, nee, monogam wäre jetzt ganz schlecht, und dass du den Tag freie Liebe benutzt hast. Das ist das Problem. Und nicht die Leute haben kranke Gedanken im Kopf, sondern wenn man einfach nur... Man müsste einfach nur so Schlagworte in den Raum werfen. Man würde einfach nur Schlagworte in den Raum werfen. Rainer Winkler, FKK-Kommune, Kinder. Da rollen sich einem sofort die Fußnägel hoch. Das liegt aber an deiner Person und nicht, dass die Leute kranke Gedanken hegen würden, sondern man kennt dich und was in deinem Hohlraum da oben so vor sich geht. Und deiner kleinen Echokammer da. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Wärst du ein unbeschriebenes Blatt, würde es keinen jucken. Bist du aber nicht. Und das macht das Ganze problematisch. Ich bin auf alle Wolken gefallen. Ich weiß ja, dass manche Leute echt krank sind. Ist alle Wolken gefallen, hat aber einen großen Krater gegeben, ha? Aber so viele? Ich habe in meinem Post, in meinem Blog, habe ich jetzt insgesamt. Ja, so viele, weil es so viele Leute gibt, die tatsächlich eins und eins zusammenzählen können. Ich habe jetzt eine Gesamtleserzahl von 2000, nee, von 29.243 aktuell. Es waren gestern 5.100 und heute 3.500. So, ihr könnt gerne nochmal 29.000, das waren gestern 15. reinschauen. Wie gesagt, einfach da oben drauf Achso, gehen. okay, ja, Und gestern, okay. wenn ich mir das so anschaue, finde das so unfassbar krank. Ich finde das so unfassbar krank. Jetzt hör doch mal auf, diese Grimassen zu ziehen. Es sieht wirklich scheiße. Also, pff, so schon keine Augenweide, aber das, wirklich. Wie viele Leute überhaupt auf die Idee gekommen sind, Ja, weil sie eins und eins zusammenzählen können, du Hirsch. darüber was zu schreiben, geschweige denn zu machen. Und dann natürlich auch erstmal Lügen verbreiten, dass ich gesagt hätte, dass ich gemacht hätte, dass ich getan hätte. Du hast es doch, geh zurück in Part 1, du hast es doch kleinlichst vorgelesen. Freie Liebe als Tag, FKK und Kinder. Was willst du uns denn jetzt hier erzählen? Es wird erzählt, ja, Drachenlord will jetzt eine Kommune gründen. Er will Stimmt. einfach sein eigenes Reich gründen. Stimmt. Es wird erzählt, Ja, du möchtest einen möglichst rechtsfreien Raum haben, in dem du schalten und walten kannst, wie du möchtest. Das ist dein Hintergedanke. Drachenlord will eine Kommune, über die er herrschen kann. Ja, damit du deine kleinen Machtfantasien da ausleben kannst. Und wie kommen wir auf den Gedanken? Weil du so bist. Weil, ne? Bannhammer und so, ne? Sobald du in irgendeinem Discord-Server hast oder im Chat, ne? Spielst du, also der Name Lord Korea kommt ja nicht von ungefähr. Okay, dass du jetzt natürlich da die Brücke nicht schlagen kannst, das, okay, das sei dahingestellt. Aber, genau, und so wirst du da auch schalten und walten wollen. Und weil wir das wissen, weil wir dich kennen, daher kommt diese Behauptung. Weil, warum solltest du sonst eine Kommune gründen? Wo? Wo bitte? Wann habe ich gesagt, dass ich das alleinige Entscheidungsrecht in der Kommune haben will? Das hast du nicht gesagt, aber man kennt deinen Charakter und man weiß, wie du so drauf bist. Und da du nun mal Lord Korea bist, wird sich das da auch nicht anders verhalten. Wo? Zeigt mir den Post bitte. Ich soll ja reflektieren. Ich sehe keinen Post, wo ich das Genau, sage. Rainer, das wäre eine Selbstreflexion, dass du dir mal ansiehst, wie du sonst dich verhältst, wenn du auch nur ansatzweise, ja, ich möchte jetzt, Macht ist ja jetzt übertrieben, aber sagen wir es einfach mal, weil das sind so Worte, die du verstehst, die Macht hast, etwas tun zu können, nämlich Leute zu blocken, zu bannen, die dir unliebsame Sachen schreiben, mit denen du nicht zufrieden bist oder mit denen du dich auseinandersetzen möchtest. Und wenn dir dann Leute schon mal so zwei, drei Fragen stellen, die gehen dir auf den Keks, dann bannst du sie einfach raus. Und das ist deine Art, mit solchen Sachen umzugehen. Und das wird sich in der Kommune nicht anders verhalten. Deswegen, so kommen wir, da brauchst du gar keinen Artikel drüber schreiben. Im Gegenteil, es wird in fast jedem Post wird erwähnt, dass es Gemeinschaftsentscheidungen sind. Wir können das Spiel auch mal anders treiben zum Thema Selbstreflexion. So, im Thema Fragen und Antworten ist wahrscheinlich ein ziemlich einfacher Punkt, aber auch zum Beispiel beim Thema persönlicher Besitz steht auch mit drinnen,
dass ich gesagt habe, dass es letzten Endes eine Entscheidung der Gemeinschaft ist. Es ist eine Entscheidung von euch und mir, für die, die in die Kommune reinkommen wollen und da Interesse dran haben. Was im Moment noch nicht mal der Fall ist. Ich suche im Moment noch nicht mal Menschen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt momentan Menschen dafür suche. Das ist nicht der Fall. Ich überlege, das zu machen. Und wenn ich es mache, habe ich halt geschrieben, was man halt machen möchte oder was ich halt machen möchte für die Kommune und steht aber eigentlich so gut wie überall immer noch mal mit dabei, dass es letzten Endes alles eine Entscheidung der Gesamtheit ist. Es ist eine Entscheidung von den Leuten, die da mitmachen und von mir als Gruppe. Nicht als Drachenlord sagt euch an und ihr macht, sondern Ja, aber du bist halt absolut nicht gesellschaftsfähig. Du, in einem sozialen Gefüge wie so einer Kommune kommst du ja gar nicht zurecht. Das hast du ja nie gelernt. Und genau da ist ja schon das große Problem. Und deswegen, wie gesagt, ist es alles theoretisch. Er wird es eh nie umsetzen, aber jetzt nur mal theoretisch, einfach mal weitergesponnen. Bist ja gar nicht in der Lage, in so einer Gemeinschaft zu existieren und dich dort angemessen zu verhalten. Und Gruppenentscheidungen, das war noch nie so dein Ding. Und deswegen ist das ja sowieso alles zum Scheitern verurteilt. als wir entscheiden das als Gemeinschaft. Und das ist in nahezu jedem Post, das wird mehrfach erwähnt in Fragen und Antworten, in persönlicher Besitz, in der Planung und auch in der Idee einer eigenen Kommune. Das Gleiche trifft auf die Seiten zu. In der Selbstversorgung steht es auch mit drinnen. Da bin ich auch auf Leute angewiesen, die zum Beispiel bestimmte Dinge machen können, weil ich kann einige Sachen auf der Du Landwirtschaft. kannst überhaupt nichts und du bist auch nicht in der Lage, die selbst zu versorgen. Deswegen betreibst du Internetbettelei und bist ja tatsächlich auf Verblendete angewiesen, die dir Geld in den fiesen Rachen schieben. Und weil du ja nicht mal in der Realität in der Lage bist, dich selbst zu versorgen. Und Monster Energy kann man nicht anbauen. Und so weiter, weil ich darin aufgewachsen bin, aber ich kenne auch mich mit vielen Sachen nicht aus. Ich habe zum Beispiel, meine Nachbarn hatten Kühe, die anderen Nachbarn hatten Schweine. Ich wüsste, ich Und der andere Nachbar hatte einen Löwen. könnte dir trotzdem keine Kuh melken. Gut, ich habe tatsächlich schon mal eine Ziege gemolken, aber Natürlich. ich habe noch nie eine Kuh gemolken. Ja? Oh ja, stimmt. Der Euter, der ist, der, die unterscheiden sich da wirklich immens. Aber ich habe eine Ziege schon mal gemolken. So, bei mir hatten selbst mal Ziegen, wie ich klein war. Ja, So, da war natürlich. ich so, was heißt klein? Du hast die selbst vielleicht abgemolken. Das ist ein anderes Thema. Da war ich schon 15. Aber es gibt trotzdem viele Dinge, die ich nicht kann. Das ist einfach Ja, eine Tatsache. Und in der sehr Kommune kommt viel. es darauf an, dass jeder jeden unterstützt. Das steht auch mehrfach drinnen. Die Spiritualität ist, glaube ich, einer der wenigen Posts. Stimmt, die Spiritualität, da geht es einzig und allein um meine Auffassung von Spiritualität und meinem Verhalten. Da ist tatsächlich, glaube ich, der einzige, das ist von 9 Posts, glaube ich, der einzige, wo nicht drinnen steht. Wartet mal, das muss ich mir mal kurz überlegen. So, Leute. So, während ihr überlegt, machen wir hier einen kleinen Cut. Ich habe nämlich schon wieder den Kanal echt voll und es sind noch 46 Minuten Restvideo. Den behandeln wir dann tatsächlich ein andermal. Nach 1,5 Stunden habe ich einfach wieder echt die Schnauze voll von dem dummen Gewäsch. Ja, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Liebe geht raus an jeden, der sich das anguckt und kleinen Gruß da lässt. Ja. Ich hoffe, es wird kein Vierteiler, aber ich denke, die letzte Dreiviertelstunde schaffen wir dann in Teil 3 und ja, wir sehen uns dann. Medal of.